Hallo, wir sitzen hier in den Trebler Bauernstuben. Hallo Uwe, du bist der Besitzer, richtig? Ja, hallo Ola. Du bist normalerweise während der KLP ein Wunderpunkt. Ja, einer von vielen, genau. Mhm. Und wie geht's dir jetzt so mit Corona? Naja, mir persönlich geht es einigermaßen, weil ich halt diesen großen Betrieb habe und kann den etwas bewirtschaften, aber es fehlen mir halt auch die Leute, mit denen ich hier zusammenarbeite, die Aussteller und natürlich auch unser Gesamtumsatz, der schon ein großer Einbruch in das Geschäftsleben ist. Das glaube ich, das glaube ich. Aber du hast jetzt geöffnet. Wir haben jetzt geöffnet zum Teil. Wir haben von 80 Sitzplätzen dürfen wir jetzt 40 weitergeben. Und ja, so versuchen wir uns halt über die Runden zu halten. Wir hatten also, bevor die Lokale öffnen durften, hatten wir außer Hausverkauf gemacht. Da kam eine unglaublich große Unterstützung von all unseren Gästen, Gutscheine, Hähnchen abholen, wie auch immer. Ne? Also das war schon ganz toll, damit konnten wir uns ein bisschen über Wasser halten. Und jetzt versuchen wir es halt mit der eingeschränkten Situation voranzukommen. Wenn du so an deine Gäste denkst, wie viel davon kommen hier so aus der Ecke und wie viel kommen von weiter angereist? Und kannst du dazu mir irgendwas erzählen? Oder? Gefühlt, ja, prozentual? Gefühlt würde ich mal schon sagen, die Hälfte von beiden. Ne? So, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ausschließlich die Leute nur von außerhalb kommen. Ich mache das ja jetzt hier mit meiner Frau und meiner Familie gemeinsam 30 Jahre und es hat sich halt so entwickelt, dass früher war es mal so, vor 20, 25 Jahren, dass schon mehr Leute erstmal von außerhalb kamen. Und jetzt ist es aber auch so, dass ganz viele Leute aus dem Landkreis selbst das für sich auch entdeckt haben, zu sagen, Mensch, da ist doch was in unserem Landkreis und genießen die Zeit genauso wie die Touristen von außerhalb. Welche Bedeutung hat heute das ursprüngliche Thema, die ursprüngliche Idee der kulturellen Landpartie noch? Was würdest du, also jetzt einmal für dich und so, was würdest du so da an Spirit noch finden, wenn du da mal drüber nachdenkst? Ich meine, Atomstromausstieg ist irgendwie wichtiger, weniger wichtig? Also wenn ich von mir spreche, mir ist es sehr wichtig und wir versuchen mit unserer Arbeit halt auch den Ursprung zu pflegen und wieder zu beleben. Das ist eins der Aktionen, war halt draußen auf unserer Wiese ein großes X aufzustellen, unsere einzelnen Aussteller, die teilweise waren auch welche bei, die über das politische Geschehen im Landkreis und den Zusammenhang zwischen kultureller Landpartie und Politik im Landkreis nicht informiert waren. Das hat sich aber soweit jetzt gelöst auch und jeder von den Leuten, die hier ausstellen, beschäftigen sich ja auch mit dem Thema. Ne? Zwischenlager Gorleben, ja, all diese wichtigen Themen, die eigentlich den Landkreis mit ausmachen in der politischen Arbeit. Und ja, das versuchen wir weiter zu pflegen, indem wir auch die Leute möglichst unser Wissen weitergeben an Gästen, die von außerhalb kommen, die jetzt also teilweise halt nur kommen, um bespaßt zu werden, ne? So Konsum zu konsumieren, wenn man das so sagen kann und so weiter. Ne? Aber wir sprechen die Leute dann schon ganz bewusst auch mal auf die politischen Themen an, sodass es nicht nur der Spaßfaktor kulturelle Landpartie ist und ich den so auch gar nicht machen wollen würde. Ne? So, ich finde das schon schön, dass halt der Ursprung und die politische Arbeit, dass das einfach zusammengeführt wird und ein Thema ist. Das ist ganz wichtig. Ne? So, ne? Ja.